Guten Morgen, ihr Lieben dort draußen. Der NRW über 18 spricht wieder zu euch mit einem weiteren Teil des LPs Star Trek Deep Space Nine The Fallen. Ja, und alle Welt steht heute Morgen am Bahnsteig. Der Grund hierfür, ja, die Lokführer streiken. Ich nicht, ich spiele nämlich. Ja, und von daher, ja, machen wir hier das Spielchen Tür auf, Tür zu und schauen uns jetzt hier einmal etwas genauer um. Was? Wie geht's dir? Hallo, rede mit mir. Computer Coaxes. Ja klar, die rennen auf die Zutür. Wieso hab ich einen Raumanzug an und die nicht? Ich meine, warum? Das ist komisch. Das ist echt komisch. Okay, ich kann auch nicht drum rum. Nun gut. Lieutenant Ramsey, denken Sie daran. Die Truppen der Grigari sind mit magnetischen Impulskanonen und einer Art Plasmawerfer bewaffnet. Versuchen Sie nicht ohne Verstärkung, die Eindringlinge in einen Kampf zu verwickeln. Na, vielen Dank. Ich werde aber trotzdem hin müssen. Wieso? Wieso muss das immer so ätzend sein? Was ist das da? Tüp, 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 tüp. Versuchen Sie nicht ohne Verstärkung, die Eindringlinge in einen Kampf zu verwickeln. Wer hat denn da gerade gesprochen? Ach, du liebe Zeit. Das kann ja jetzt wieder lustig werden. Upsa. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Scheiße, ich verballer hier schon gerade wieder zu... Oh ja. sehr schön. Sehr, sehr schön, hat aber... Oder doch? Ich wollte gerade sagen, ich komme hier nicht weiter. Okay. Macht es Sinn, wenn ich jetzt von hier aus... Nein. Scheiße. Tja, das ist jetzt die Frage. Dumm, 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 dumm. Ich wusste es. Wow, das war knapp und kein einziges Mal getroffen. Ja, 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 es läuft, es läuft, es läuft. Da ist noch eine. Ja, aber wir haben nur 100. Okay, das ist scheiße. Okay. Was müssen wir hier machen? Da nichts, aber dafür hier. Neutralisieren Sie die Bedrohung der Grigari. Naja. Das ist wieder so ein Ziel, wo ich mich frage, so... wenn ihr versteht, was ich meine. Aber nun gut. Gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Ja, genau, da lang. Ja, ja, ja. Stell dich nicht so an, Mann. Diana kennt keinen Schmerz. Was machst du hier? Okay. Wofür kann ich das Teil hier öffnen? Das ist mir... Wir haben Gesellschaft. Ja, komm, mach mal platt hier. Ich guck zu. Na, vielen Dank auch. Du bist mir eine tolle Hilfe. Hier müsste wieder... Nein! Oh nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, super. Danke für deine Unterstützung. Wieder einmal. Was haben wir hier?
Hier steht doch irgendwas, oder? Bah, ich wusste es. Scheiße, scheiße. Kommst du, kommst du, kommst du? Nein, ich komme nicht. Hat er wieder eine Waffe? Ja, ich glaube, da liegt was, oder? Jawohl. So muss das sein. Und nur die zwei? Okay, die Gleite ist hier abgebrochen. Dann... ach so, Moment. Geh da mal hoch. Worf, hoch. Warum kannst du hier nicht hochgehen? Das schafft sogar ein Klingone. Aha, Kingers, ne. Ich hasse sowas Vermurkstes. Genau, hier kann er sich natürlich auch nicht hochhangeln, weil das ist natürlich schief. Meine Güte. Das hat eigentlich gepasst. Hallo, wieso passt das nicht? Bin ich jetzt bescheuert oder was? Da oben muss ich doch hin. Oder warte mal, ich glaube, ich muss da... Oh, Worf, Mann, ich hasse sowas Verbumstes hier, ey. Geh doch da hoch, Mann. Boah. Also sowas zählt echt an den Nerven. So ein Scheiß hier einen so dermaßen aufhält. Boah. Ey. Mann. Ey, ich hab gleich keinen Bock mehr. Das... Na, ich hätte gar nicht dahin springen müssen. Na, super. Die EPS-Leitungen in den Röhren bei Gitter 38 liegen offen. Lassen Sie die Energie hoch, dann kann ich mit der Reparatur beginnen. Ja, ja. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Mach ich alles. Tipp, tipp, tipp. So, was habe ich jetzt gemacht? Das würde ich gerne wissen. Moment, erstmal sichern. Denn hier passiert jetzt irgendetwas. So, was ist denn jetzt hier? Die EPS-Leitungen in den Röhren bei Gitter 38 liegen offen. Ja. Leiten Sie die Energie um, dann kann ich mit der Reparatur beginnen. Kann ich da jetzt rein? Hier spricht Lieutenant Ramsey. Denken Sie daran, die Truppen der Grigari sind mit magnetischen Impulskanonen und einer Art Plasmawerfer bewaffnet. Versuchen Sie nicht ohne Verstärkung, die Eindringlinge in einen Kampf zu verwickeln. Tja, ich muss trotzdem hin. Habe ich jetzt hier schon wieder irgendwas übersehen? Muss ich wieder zurückfahren oder was? Fährst du runter? Nein, er fährt nicht runter. Hier spricht Lieutenant Ramsey. Denken Sie daran. Aha. Die Truppen der Grigari sind. Wir haben Gesellschaft. Ah, scheiße. Ja, ja, Freunde. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da lang. Die EPS-Leitungen in den Röhren. Hallo, geh doch mal hier weg. Och, Kingers. Na. Hätte ich eigentlich doch von da eben weiterspielen können. Ach, egal. So, das scheint wohl besagter Kern zu sein. Da waren wir auch mit Kira, glaube ich. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Da ist ein Aufzug. Da geht's auch weiter. Da aber nicht. Da geht's nicht weiter. Aber hier. Hier spricht Dex. Das Schiff der Grigari wurde zerstört.
Als sie ihre Waffen verloren, haben sie versucht, uns zu rammen. Sie hatten uns schon fast erreicht, als wir die Torpedos abgefeuert haben. Die Schockwelle der Explosion hat unsere Sensoren und den Antrieb ausgeschaltet. Es sieht hier drüben ziemlich schlecht aus, aber wir werden ihnen helfen, so gut wir können, während wir unsere Reparaturen durchführen. Nein. 4, 5, 6 Ende. Och Mann, noch einer. Das ist so toll, dass man es nicht sieht. Das ist so wunderbar. So wunderbar. Okay, das ist dasselbe, wo ich mit Cisco auch war. Okay, aber zuerst möchte ich hier ein bisschen... Nein, das geht nicht. Scheiße. Ja, oder so. Hypospray. Halla! Okay, hast du eine Waffe? Ja, er hat eine Waffe. Oh ja. Sehr schön. Und was hat das jetzt bewirkt? Oh, 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 oh. Scheiße, scheiße. Boah. Leck mich. Da war schon wieder die scheiß Munition alle. Und wer guckt mich hier an? Der ist da hinter der Tür, die Sau. Worf, mach das mal kaputt. Disruptor, okay. Da kann man nichts machen. Da auch nicht. Es ist die Frage, wo muss ich hin? Boah. Das ist noch einer. Und Waffenenergie. Sehr gut. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Das macht Spaß. Wenn es so rangeht, macht es echt Spaß. Da liegt noch was. Okay. Disruptorgewehr. Meine Güte, ey. Ey, lecco mio. Jetzt geben sie aber Gas hier. Noch ein Hypospray. Moment, habe ich... Nein. Okay, also muss ich hier dann irgendwas hinbringen. Was? Okay. Die Grafik war ein bisschen langsam, glaube ich, an der Stelle. Da geht's nicht weiter, nein. Das heißt, wir gehen wieder hier zurück. Moment, was war das denn? Das war doch schon... Ach du heilige Scheiße. Wie kommt der denn da? Ach nee, hier bin ich eben gar nicht gewesen, richtig. Nach. Ich bin bescheuert. Komm her! Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist er? Scheiße. Komm, 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 komm. Hallo, hallo, hallo. Wo ist er, wo ist er? Hier spricht Worf. Ja. Der Geist hat mich angegriffen, aber ich habe ihn zum Rückzug gezwungen. Das war einfach. Was war das denn? Da war doch irgendwas drin, was der jetzt gerade auf mich geschmissen hat. Das war doch so eine Kiste für mich. Die... Oh, Sau. Ja, hier können wir auch was öffnen, aber ich kann da nichts rausnehmen oder geschweige denn reinstecken. Was soll das denn? Ich verstehe das nicht. Jetzt habe ich natürlich meine ganze wertvolle... Energie verballert. Heißt, wenn jetzt hier jemand kommt, ich nichts habe, dann Munition. Das sei nicht gut. So, dann schauen wir hier vielleicht nochmal nach. Vielleicht habe ich da eben was übersehen oder...
Hä? Das war's? Stürzen, bevor er sich schließt. Feuer! Wer steht da hinten? Persönliches Computerlogbuch Sternzeit 51968,4. Als das Proto-Wurmloch implodierte, sind die Grigari von der Station geflohen. Sie sind eine furchterregende Rasse, aber im Herzen Feiglinge. Da es ihnen an Disziplin mangelt, sind sie über geringfügige Diebstähle hinaus zu nichts in der Lage. Der Chief und seine Technikerteams arbeiten rund um die Uhr, um die Station wieder instand zu setzen. Aber dem neuesten Bericht zufolge wird die Station frühestens in einem Monat wieder voll funktionsfähig sein. Die Defiant wird in den nächsten Wochen auch erhebliche Reparaturen bedürfen. Aber ich bin überzeugt, dass das Schiff während der Waffentests seine Kurzstreckenpatrouillen fortsetzen kann. Nach den Ereignissen der letzten Tage zu urteilen, könnten die Paargeister eine noch größere Bedrohung darstellen als das Dominion. Für Deep Space Nine und für die Föderation. Wir dürfen nie wieder zulassen, dass sie so nah an uns herankommen. Tja, Freunde, was will man dazu jetzt sagen? Ja, das war es. Das war es jetzt endgültig mit dem Let's Play Star Trek Deep Space Nine The Fallen. Alle drei Kampagnen sind durchgespielt und ich muss jetzt sagen, bei Worf bin ich irgendwie total enttäuscht. Neben der Sache, dass Worf mit seinem Buddad überhaupt fast null Schaden bei den Gegnern anrichten kann, sind wir jetzt hier in der letzten Mission mit Waffen geradezu bombardiert gewesen. Mir fehlen die Worte. Und vor allen Dingen, was ist denn da jetzt am Ende passiert? Ich bin durch die Jeffreys-Röhre gegangen und am Ende, da fehlen mir echt die Worte, weil, keine Ahnung. Das war jetzt wirklich ein bisschen spontan und ich habe das Gefühl, dass wenn da irgendwas fehlen würde oder gefehlt hat, weil ich bin davon ausgegangen, dass da ein Gegner jetzt auf mich gewartet hatte und deswegen habe ich auch da gewartet und auf einmal geht das Bild weg und wir haben dann Abspann. Also, ja, ziemlich schade. Also, wie gesagt, die Worf-Kampagne fand ich von allen die schwächste, sie war auch die kürzeste, die von Cisco hat mir bis jetzt am besten gefallen und ja, mein Schlussfazit, wie gesagt, richtig geiles Spiel, hier und da richtig teilweise schlecht umgesetzt, die Ideen sind gut gewesen, die Umsetzung auch teilweise schlecht, von der Grafik her gesehen, gutes Mittelfeld, man hätte vieles besser machen können, aber man hätte auch vieles schlechter machen können, ich sage nur Simon 3D, aber nun gut. Ich für mich fand es ein wunderschönes Let's Play. Es war mal wieder ein Star Trek Let's Play und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und entweder wieder bei einem Star Trek Let's Play oder bei anderen Spielen. Ja, ich werde mich jetzt um die anderen Let's Plays kümmern und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und gleich werde ich auch zur Arbeit gehen und dann mal schauen, was meine Kollegen heute Nacht so alles angerichtet haben auf der Schiene und dann sehen wir uns bei irgendeinem neuen Let's Play wieder und ich hoffe, dann seid ihr alle auch wieder mit dabei. In diesem Sinne, macht es gut. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.